Hallo, meine Lieben. Es wird heute für die Kursstufe und für die 8. Klasse gemeinsam um ein ganz wichtiges Thema gehen. Nämlich darum, Germania, quo vadis, Deutschland, wohin gehst du in diesem heißesten Sommer des Jahres 1914? Es macht gar keinen Unterschied, ob ihr das jetzt als 8. Klässler oder als Kursstufenschüler hört, denn es ist wichtig, dass ihr es einmal verstanden habt. Und für dieses Verständnis braucht ihr genau das Wissen, was wir in den vergangenen Stunden uns angeeignet haben. Ich habe bei der 8. Klasse ein bisschen mehr den Fokus auf die Krise oder auf die Ausgangssituation 1913 gelegt. Bei der Kursstufe habe ich ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf die Gesellschaft gelegt. Ich werde aber auf alles nochmal eingehen, weil das eben die entsprechenden Rahmenbedingungen sind, ohne die wir die eskalierenden Momente im Jahr 1914 nicht verstehen können. Wenn ihr euch erinnert, und das haben auch beide Klassenstufen gemeinsam, wir hatten in diesem Schuljahr bereits diese beiden Germaniae, also diese beiden Nationalallegorien Deutschlands, miteinander verglichen. Wir erinnern uns noch, dass die Linke, die mit Eichenlaub gekrönte und mit Tuch bekleidete Germania, die den Ölzweig, das Friedenssymbol, gleichzeitig mit dem wehrhaften Schwert in der einen und die schwarz-rot-goldene Deutschlandflagge in der anderen hält, das Symbol der angestrebten Einigung der Paulskirchenverfassung oder des Paulskirchenparlaments im Jahr 1848 gewesen ist. Sie hing eben da in dem Paulskirchenparlament über dem Rednerpult. Sie steht für das geeinte Deutschland von unten in Frieden. Die andere Nationalallegorie, hatte ich euch damals schon gesagt, ist das Gegenmodell dazu. Sie stammt aus dem Jahr 1914. Wir hatten sie, ich erinnere mich zumindest an die Kursstufe, auf die unterschiedlichen Wege der deutschen Einigung, zumindest auf dieses Ziel interpretiert. Wir sehen eine vielmehr dunkel gehaltene, fast mannhafte Germania, deren Haar im Winde weht, die mit Eisen bewehrt ist, also eine eiserne Rüstung trägt, eine Krone auf dem Kopf, die Kaiserkrone darstellen soll. Sie hält einen Schild und das Schwert gesenkt, bereit zum Angriff. Im Hintergrund ist rotes Licht zu sehen, entweder die Morgenröte für etwas Neues, was da kommt, oder aber auch natürlich Flammen und damit eine drohende Kriegsgefahr. Die Germania oder die Germaniae unterscheiden sich ganz grundsätzlich vom Gestus. Wir sehen eben in dieser linken, in der rechten von 1914 eine Germania, die zum Kampf bereit ist und die dem harrt, was da auf es zukommt. Schauen wir dann mal uns an, was diesen Sommer 1914 rahmt. Ihr braucht für diese Stunde oder für diese Sitzung, kann man ja fast mehr sagen, das entsprechende Blatt. Ihr müsst nichts mitschreiben. Es ist viel wichtiger, dass ihr es versteht. Wenn ich ein bisschen mehr sage als das, was auf dem Blatt steht, dann macht euch vielleicht ein, zwei Notizen auf das Blatt, auf die Rückseite oder auf dem Extrablatt. Aber wichtig, bleibt mit dem Kopf dabei. Und wenn es Fragen gibt, dann schreibt sie in die Kommentare am besten, dann kann ich sie beantworten und alle haben was davon. Ich habe die Rahmenbedingungen auf dem Blatt in zwei Gruppen geteilt, nämlich einmal die mentalitätsgeschichtlichen Faktoren und einmal die außenpolitischen Faktoren. Mentalitätsgeschichte, also das, was in den Köpfen der Leute vorgeht und was so, ja, man könnte sagen, in Denkmode war. Also was war damals angesagt für eine Haltung und für Gedanken zu haben. Und da ist zum einen, dem sind wir schon begegnet, der sogenannte Radikalnationalismus. Nationalismus haben wir im 19. Jahrhundert kennengelernt als eine Strömung, die den geeinten Nationalstaat anstrebt. Nun, der geeinte Nationalstaat ist in Deutschland 1871 verwirklicht worden und zwar sehr erfolgreich, zumindest aus deutscher Sicht. Also der Nationalstaat ist jetzt, das Deutschland ist geeint und es hat das außerdem mit einer starken Armee erreicht, im Siege und eigentlich ohne größere eigene Verluste, eine effektive Erfolgsgeschichte. Freilich durch die Fürsten, nicht durch die Bürger. Und diese Denkweise, dass Deutschland entsprechend eine ganz besondere Nation ist, die verfestigt sich im Laufe des Kaiserreiches. In den Gründerjahren unter Bismarck noch nicht so stark,
Aber dann, nachdem Wilhelm II. 1888 die Kaiserkrone und nach der Entlassung Bismarck dann auch das Ruder im Staate übernommen hat, dann wird eine ganz starke Deutschtümelei, nennt man das, oder ein ganz starker forcierter Nationalismus hier gefahren. Der drückt sich eben aus, zum Beispiel durch die Denkmäler. Wir sehen es hier rechts abgebildet, das Hermannsdenkmal. Hermann der Cherusker, der über die römischen Armeen des Arminius im Teutoburger Wald, kurz, ich glaube 14 nach Christus, aber da würde ich mich nicht drauf festlagen, oder 14 vor Christus, würde ich mich nicht drauf festnageln wollen, auf alle Fälle unter der Herrschaft des Augustus gesiegt hat. Und als quasi erster Deutscher gilt, der die Gefahr von außen erfolgreich abgewehrt hat und dementsprechend für die germanische, für die deutsche Stärke steht. Es ist die Zeit, in der auch Bismarck und Wilhelm I. eine große Verehrung erfahren. Also in ganz Deutschland werden Bismarck-Statuen, Bismarck-Plätze, Bismarck-Säulen. Ihr könnt, wenn ihr mal durch Heidelberg lauft, am Bismarckplatz mit der Bismarckbüste vorbei und könnt dann noch emporsteigen über den Philosophenweg zur Bismarck-Säule. Das ist in ganz Deutschland so. Man findet überall jetzt plötzlich Denkmäler von Bismarck und Kaiser Wilhelm I. Und dass eben diese deutsche Einigung beschwören sollte, ob schon natürlich Wilhelm II. Und Bismarck ihre Differenzen hatten. Nun, es ist dieser Radikalnationalismus, der sagt, wir Deutschen, mit uns ist der Herr, mit Gott für Kaiser und Reich. Dieser Radikalnationalismus bringt die Deutschen klar auf Linie. Sie stehen zu ihrem Heimatland, und zwar egal, ob sie Bayern, Baden oder Württemberger sind. Im 20. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert, also so ab 1905, 1910, ist das oder ist das sehr in Mode, so zu denken, besonders auch, weil Deutschland zur wirtschaftlichen Vormacht in Europa aufsteigt. Deutschland ist eine Wissenschaftsmaschine. Albert Einstein, Otto Hahn, Robert Koch, den wir jetzt auch vom Robert-Koch-Institut kennen, Lise Meitner, all das sind große Erfinder und große Denker, die die Wissenschaft und damit auch die Technik revolutionieren. Also es ist schick, Deutschland als große Nation zu feiern. Der Leitspruch des deutschen Kaisers ist Gott mit uns. Zweiter wichtiger Punkt in der Mentalitätsgeschichte ist der Militarismus. Deutschland ist von seiner Entstehung oder von seiner Einheit 1871 ein Staat, der vom Militär dominiert wird. Und zwar ist der deutsche Staat militärisch auf dem Rücken des besiegten Frankreichs entstanden. Und das Militär hat entsprechend, weil es immer im Siege stand, eine sehr positive Bedeutung in der Gesellschaft. Heute anders, Bundeswehr ist schön, ja, aber irgendwie sind die da und können nicht so richtig was. So denkt man häufig. Ich habe großen Respekt natürlich vor unseren Soldatinnen und Soldaten, da müssen wir nicht drüber reden, die haben einen ganz wichtigen Job. Im Kaiserreich ist es aber noch extremer. Im Kaiserreich finden immer wieder Militärparaden statt. Im Kaiserreich werden die Kinder in Matrosenuniformen gesteckt. Also wenn die Kursstiefler Herrn Müllers Hausaufgabe nachgekommen sind und sich eine Matthäus- oder eine Johannespassion angeguckt haben, werden sie wahrscheinlich festgestellt haben, so sie zum Beispiel vom Thomanerchor sich die Aufführung zu Gemüte geführt haben, dass die immer noch in Matrosenuniformen singen, zumindest der Sopran und der Alt, die Jungs. Es gibt auch noch ein Bild von mir, wie ich auf Opas Schoß sitze, der ist 1906 geboren, mit Matrosenanzug. Das wird aber auf ewig in meinen Archiven verschwinden, das werde ich dir niemals zu Gesicht bekommen. Aber klar ist schon, die kleinen Kinder werden nicht nur Matrosenanzug gesteckt, sondern Soldat zu sein ist unglaublich schick. Wir sehen hier den Kleinen, wo drüber steht, ran an den Feind. Für uns heute unvorstellbar, aber damals totschick. Wer in der Armee gedient hat, der hat es gesellschaftlich einfacher. Wer mal den Hauptmann von Köpenick gesehen hat, der sieht oder der kann das gut beurteilen. In dieser Kaiserreichsgesellschaft ist es unglaublich wichtig, bei der Armee gewesen zu sein. Sonst hat man eigentlich keine Chance, irgendwie auch in dem höheren Beamtentum irgendeine gute Position zu bekleiden. Dieser Militarismus zeigt aber auch eine ganz wichtige deutsche Tugend auf, nämlich diejenige des Gehorsams. So wie im Militär der Gehorsam gegenüber dem Vorgesetzten notwendig, man möchte sagen, ja, nicht nur notwendig, sondern überlebensnotwendig tatsächlich sogar ist, wird aber auch in der Gesellschaft diese Gehorsamsmentalität gefordert.
Und zwar, wenn die Obrigkeit, wenn der Staat etwas befiehlt, dann wird das getan und dann wird nicht groß rumdiskutiert. Das unterscheidet uns, und das ist heute in vielen Köpfen der deutschen Mentalität noch sehr stark enthalten, zum Beispiel ganz anders als in Frankreich, von dem wir wissen, dass sie nicht nur immer wieder ihre Staatsform gewechselt haben, sondern eben auch, dass sie auch bei uns Kleinigkeiten auf die Straße gehen und sehr stark revoltieren. Und große, wir denken an die Gelbwesten, die noch vor ein paar Jahren oder vor letztes Jahr sogar noch in Frankreich richtig demonstriert, und zwar mit brennenden Autos haben. Diese Gehorsamsmentalität nennt man umgangssprachlich auch Untertanenmentalität. Der Deutsche ist jemand, der fragt nicht nach, der tut, was ihm befohlen wird. So viel Mentalitätsgeschichte. Kommen wir zu den Rahmenbedingungen. Diese Grafik kennt ihr, und sie ist einer meiner wirklich schöneren Produktionen, weil die habe ich selbst gemacht. Wir wissen, dass es Wilhelm II. Nicht für nötig hält, die alten Rückversicherungsvertrag mit seinem Cousin Niki, also Nikolaus dem Zweiten von Russland, zu erneuern. Auch dachte er, dass sein Cousin Georgi, nämlich George der Fünfte von Großbritannien, ihm schon nichts Böses will. Er lästert sogar vor seinen oder in der Öffentlichkeit über die Russen. Und das führt auch zu einem ja, eher antideutschen Bild in der russischen Bevölkerung. Was passiert? Deutschland ist isoliert, beziehungsweise hat nur noch Österreich, mit dem es gleich zwei Bündnisse abschließt, und Italien auf seiner Seite, nicht wissend, dass Italien und Frankreich ein geheimes Neutralitätsabkommen unterzeichnet haben. Was tut Großbritannien? Großbritannien nähert sich an Frankreich an, und die schließen 1904 die Entente Cordiale, das herzliche Einvernehmen, und auch Russland wird in dieses Bündnis mit hineingezogen, sodass 1907 die Triple Entente gegründet wird. Und jetzt ist Bismarcks größter Albtraum wahr geworden, der würde sich also im Grabe umdrehen. Deutschland ist in einem Bündnissystem, was ihn im Kriegsfall einen Zwei-Fronten-Krieg bescheren würde. Nämlich im Westen gegen Frankreich und Großbritannien und im Osten gegen Russland. Nun, Deutschland ist aber nicht auf Deeskalation aus, das wissen wir. Deutschland und Wilhelm II. Forcieren eine starke Weltmachtpolitik, und zwar durch eine Kriegsflotte, die besonders Großbritannien ja, das Wasser reichen und auch die Vormachtstellung streitig machen soll. Das heißt, wir haben eine feindselige Diplomatie. Diese Diplomatie ist von großer Spannung geprägt. Und mit Blick auf den Radikalnationalismus muss man sagen, eigentlich will man jetzt mal wissen, wer ist eigentlich der Stärkere in diesem ganzen System. Nicht zuletzt, das haben die Achter sich ein bisschen genauer angeguckt, ist es die Balkankrise 1913-1914, die für eine unglaubliche Instabilität in Europa sorgt. Wir sehen hier das Osmanische Reich, was schon seit der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, eigentlich schon auch im 19. Jahrhundert am Zerfallen ist, weil nicht auf dem gleichen Entwicklungsstand, besonders industriell, wie die westlichen Nationalstaaten. Dieses gigantische Imperium, das kann in einer so modernen und in Europa ja auch aufgeklärten Welt zivilisatorisch nicht mehr mithalten und zerfällt eben. Und dieser Zerfall befördert die verschiedenen Nationen auf dem Balkan, also hier in Südosteuropa, so zum Beispiel Serbien, Montenegro, Bosnien und die Herzegowina, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Mazedonien, ist ja bis heute ein Streitfall zwischen Griechenland und Makedonien. Und diese Staaten, diese quasi neu erweckten Nationen streben jetzt eben auch nach Vorherrschaft auf dem Balkan und nach Sicherung ihrer Gebiete. Das ist insofern blöd, dass Österreich-Ungarn natürlich da unten immer noch viel mitreden möchte. So annektiert es zum Beispiel Bosnien und die Herzegowina eigentlich, aber es kracht immer wieder, besonders mit Serbien. Serbien hat nämlich auch noch Gebiete, die es in Sarajevo beanspruchen möchte. Serbien ist sowieso auf dem Weg, auf dem Balkan die vorherrschende Macht zu werden. Das widerstrebt Österreich aber, denn Österreich würde gern diese Vormachtstellung innehaben. Russland auf der anderen Seite ist auch bestrebt, eine Vormachtstellung auf dem Balkan zu haben, denn es sieht sich selber als Schutzherrin der
slawischen Staaten, weil das sind alles Slawen da unten, slawische Völker wie Russland, wie Russen eben auch. Es kommt eben 1913 zum 1913 zum Krieg. Da unten wird ein bisschen was umgestaltet. Es gelingt dann, besonders auch unter deutscher und britischer Einflussnahme, hier einen Frieden zu stiften. Aber jeder weiß, das ist ein Pulverfass. Das kann relativ schnell wieder aufbrechen. Keinem ist da unten geholfen, weil relativ wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der Balkanstaaten genommen werden konnte. Und es ist genau dieses Pulverfass, in das letztendlich ein Funke von Aktionismus die große Detonation hervorrufen wird. Das waren die Rahmenbedingungen. Ich habe sie nochmal ausführlich gemacht, einfach damit ihr alle nochmal auf den gleichen Stand seid und die anderen nochmal gesehen habt, okay, was ist hier eigentlich wichtig und in welche Zeit fällt dieser Kriegsausbruch. Es ist eine Schicksalsstunde, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Mit diesem Schuss in Sarajevo am 28.06.1914 endet das 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert, was wir eigentlich nach Golo Mann mit der Französischen Revolution beginnen lassen, dem Erwecken der Nationalstaaten, der nationalen Einigungsprozesse in ganz Europa, in Frankreich, in Polen, in Deutschland, natürlich in Italien, das endet jetzt. Das große monarchische Zeitalter endet mit diesem Schuss. Denn jetzt ist die einigermaßen stabile Ordnung auf dem Kontinent nicht mehr in stabiler Ordnung. Wenn wir hier sehen, ist der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand, sehen ihn hier in der Mitte, in seinem offenen Wagen mit seiner Schärpe. Und er ist in Sarajevo, also im heutigen Kroatien, nagelt mich nicht fest, unterwegs, das damals noch zu Österreich-Ungarn gehört. Und ein serbischer Nationalist mit dem Namen Gavrilo Princip erschießt Österreichs Thronfolger im offenen Wagen nieder und so auch seine Frau. Beide sterben und überleben nicht. Was tut Österreich? Österreich verlangt von Serbien, dass dieser Gavrilo Princip ausgeliefert wird und vor allen Dingen auch, dass Österreich bei den Ermittlungen eine führende Rolle einnehmen kann. Stößt natürlich bei Serbien auf relativ wenig Gegenliebe, denn zum einen fühlt man sich schon wieder bevormundet vom großen habsburgischen Bruder, zum anderen ist es natürlich ein massiver Eingriff in die staatliche Souveränität Serbiens, wenn man da die Polizeiarbeit durch einen anderen Staat vornehmen lässt. Russland unterdessen, das hier schon wittert, das was im Busch ist und das Serbien nicht alleine lassen möchte, erklärt sich noch einmal nachdrücklich zur Schutzmacht der slawischen Völker auf dem Balkan, also auch der Serben. Was bedeutet, wenn Österreich Gewalt gegen Serbien anwenden wird, wird Russland auf Serbiens Seite stehen. Nun sind es die Deutschen, die ja noch im Zweibund mit Österreich-Ungarn verbündet sind, die hier auf ein sehr hartes Vorgehen Österreichs drängen. Nicht zuletzt erklärt Wilhelm II. Gegenüber Franz Josef, dem Kaiser von Österreich am 6.7.1914 ganz klar, Deutschland steht uneingeschränkt zu Österreich, wie es sich auch entscheiden mag. Man nennt das einen Blankoscheck. Ja, ein Blankoscheck ist ein Scheck zum Bezahlen, den man schon unterschreibt, aber die Summe noch nicht festgesetzt hat. Das heißt, wenn mein Papa mir einen Blankoscheck gibt und schon mit Harald Letsch unterschrieben hat, dann kann ich hinterher da 1000 Euro oder 100.000 Euro eintragen. Das ist meine Entscheidung. Und genau das macht Wilhelm II. Hier auch mit Franz Josef. Er sagt, egal was du tust, wir sind bei dir. Wir schwören dir die sogenannte Nibelungentreue, also eine unverbrüchliche Treue. Und so sehen wir hier auch in einer Postkarte aus dem Jahr eine Germania, die hier eher eine Borussia, kann man fast sagen, aufgrund des schwarz-weißen Gewands. Und die Austria, die Nationalallegorie mit der Stephanskrone, die für Österreich steht. Beide stehen einig, fest und treu aneinander. Und das soll es eben sein. Österreich und Deutschland stehen unverbrüchlich zusammen, egal was da kommen mag. Und so stellt Österreich Ungarn Serbien ein Ultimatum, das sehr kurz gehalten ist für 48 Stunden. Und Serbien solle eben die
Bedingungen Österreichs akzeptieren, dass es sehr stark mitbestimmen möchte oder sehr stark in die Untersuchung des Attentats mit eingreifen möchte. Serbien akzeptiert Teile davon, aber nicht alles. Und dann drückt Deutschland, sagt, nein, du kannst es, Franz Josef, du kannst es Serbien nicht durchgehen lassen. Du musst es zwingen, du bist die Großmacht und das ist ein kleiner Popelstaat. Und es passiert also am 28.07.1914 läuft das Ultimatum aus und aufgrund des starken deutschen Drucks erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Was passiert? Russland, was hier schon geahnt hat, verkündet am 30.07.1914 die Generalmobilmachung gegen Österreich. Das heißt, die Reservisten, die Armee werden in Alarmbereitschaft gesetzt und werden schon Richtung Grenze verschifft und nicht verschifft, aber transportiert, so dass es Aufmarschpläne gibt und einfach, dass die quasi Armeemaschinerie ins Rollen kommt. Die Folge ist, dass Deutschland Russland den Krieg erklärt. Als Bündnispartner in Nibelungentreue zu Österreich wird hier dem gemeinsamen Feind, der gegen Österreich mobil macht, der Krieg erklärt. Österreich stimmt in dieser Kriegserklärung dann natürlich immer mit ein. Ich habe es hier aus deutscher Sicht gehalten. Nun ist es so, dass der deutsche Kriegsminister Schlieffen einen folgenreichen Plan empfiehlt, nämlich er weiß um die Gefahr eines Zweifrontenkrieges gleichzeitig gegen Russland und Frankreich zu kämpfen. Das wird schwierig. Und er empfiehlt deshalb, Frankreich in einem schnellen Angriff zu besiegen, so wie schon 1871, und dann sich um Russland zu kümmern. Und deshalb nennt man das den Schlieffenplan. Und in Umsetzung dieses Schlieffenplans will man nicht warten, bis Frankreich als Bündnispartner von Russland Deutschland den Krieg erklärt, sondern Deutschland greift präventiv am 3.8.1914 mit der Kriegserklärung an Frankreich diesem vor. Und zwar streben die deutschen Truppen an oder strebt die deutsche Administration an, über das neutrale Belgien in Frankreich einzumarschieren. Das ist insofern schön, dass man nicht durch die Ardennen muss, sondern da ist es einfach flach und da kann man wunderbar durch. Nun hat sich aber Großbritannien, was ich eigentlich raushalten wollte oder zumindest erstmal raushalten wollte, gesagt, solange es unter Frankreich und Russland ist, dann ist es erstmal deren Problem. Aber Belgiens Neutralität, Belgien ist ein junger Staat, zu dem Zeitpunkt noch erst 1831 entstanden. Sobald Belgiens Neutralität in Gefahr ist, greift Großbritannien mit ein, auch weil man Belgien als Pufferzone zwischen Deutschland und Großbritannien brauchte. Wenn ihr mal auf die Karte guckt, könnt ihr das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und was dann passiert? Deutschland marschiert in Belgien ein, um nach Paris zu kommen, und Großbritannien tritt am 4.8.1914 in den Krieg ein und erklärt Deutschland den Krieg. Und damit ist der Erste Weltkrieg entbrannt. Es ist nicht nur ein Krieg in Europa. Wir sehen hier, er führt relativ schnell zu zu einer Verhärtung der Westfront. Also das wird ein langer Grabenkampf, den man eigentlich von 1914 bis 1918 durchgehend so führt. Im Osten ist man Ende 1917 1918 auf einem relativ guten Weg. Man hat in Tannenberg gewonnen. Da sieht es verhältnismäßig gut aus, vor allen Dingen, weil man 1917 dann auch noch Lenin nach Russland schickt, einen Kommunisten aus dem Exil, der dann dafür sorgt, dass 1917 das Zarenreich in Russland untergeht. Aber das nur am Rande. Deutschland und Österreich werden diesen Krieg verlieren. Wir werden uns hier nicht im Detail angucken können, wer welchen Kriegszug gemacht hat, wer welche Waffen hat. Das mag einige interessieren. Nicht nur ich finde es langweilig, es steht auch nicht im Bildungsplan. Für uns muss klar sein, dieser Krieg kostete unglaublich viel, mehrere Millionen Menschen das Leben. Er ist der erste Krieg, der eben nicht nur in Europa, sondern eben auch zwischen den Kolonien geführt wird. Und 1917 tritt aufgrund
aufgrund des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs des Deutschen Reiches gegen Großbritannien auch die USA in den Krieg mit ein. Und auch zwischen den Kolonien wird gekämpft um Vormachtstellungen und um, um Territorien in Afrika besonders. Der Krieg dauerte bis zum Waffenstillstand von Compiègne am 11.11.1918, also etwas über 4 Jahre. Und er wird die Weichen stellen für die weitere politische Zukunft Europas und für den Weg in die zweite große Katastrophe und die ungleich schlimmere Katastrophe, die Deutschland, Europa und die Welt im 20. Jahrhundert ereilt hat. Das war jetzt ziemlich viel. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Bei Fragen bitte in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch ein bisschen Lust gemacht auf das, was danach kommt. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder und bis bald.